ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Die Atmosphäre ist gut. Auch mit dem kleinen Verein, dass die dabei sind, ist für sie ein großer Moment, gegen solche Bundesliga-Vereine zu spielen. Und die Halle war auch sehr gut. Also ich fand es hier auf jeden Fall gut. Ich würde auch mal wiederkommen. Wie groß ist jetzt die Enttäuschung, dass im Viertelfinale gegen Hannover 96 Schluss ist? Und was hat da den Unterschied gemacht? Ja, die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Wir hätten noch gerne weitergespielt hier in der Halle. Aber woran es lag, ist natürlich, wir haben es selber wegen mir das erste Tor reingefangen. Unglücklich. Aber man muss auch sagen, Hannover ist sehr stark. Hat jedes Spiel, glaube ich, gewonnen, souverän gewonnen. Und ich schätze mal auch, das ist mein Favorit, dass sie das Turnier gewinnen werden. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung? Du bist vielen Leuten hier aufgefallen. Ja, meiner Leistung ist immer am wichtigsten. Ich fand dieses Turnier auf jeden Fall gut. Ich nehme es mit in die Vorbereitung. Sind ja momentan in der Vorbereitung dran. Und auch, dass ich jetzt 14 Tore gemacht habe, nehme ich auch mit in die Liga. Da habe ich 9 Tore geschossen und ich versuche auch in der Rückrunde weitere Tore zu schießen. Die kleinen Gegner darf man auf keinen Fall unterschätzen, weil es kann immer mal kommen, dass man keinen guten Tag hat, kein gutes Spiel hat und dann verliert man diese Spiele, obwohl sowas natürlich nicht passieren dürfte, weil wenn man durch die Gruppe souverän durchkommen will, sollte man gegen diese Gegner auf jeden Fall 3 Punkte einfahren. Jetzt waren noch ziemlich viele Scouts in der Halle. Wie treu ist denn der Marcel dem 1. FC Köln vom Herzen her? Natürlich sehr treu. Ich spiele seit 14 Jahren beim FC. Ich bin von klein auf da. Deswegen ist die Treue auch schon sehr groß.